In der Ruhe liegt die Kraft, heißt es doch. Und ja, da ist wohl wirklich, wirklich viel, viel Wahrheit daran. Doch wie in die Ruhe kommen in dieser heutigen Zeit, die den meisten Menschen so viel abverlangt, in dieser heutigen Zeit, wo alles so schnell geht? Wir dachten, dass die Technik uns vieles im Leben erleichtert. Doch je mehr Technik wir haben, umso schneller scheinen wir zu drehen. Das heißt, anstatt dass uns Maschinen wie eine Waschmaschine, ein Auto, was auch immer, uns Wege ersparen und Zeit ersparen, ist genau das Gegenteil eher der Fall. Wenn ich zum Beispiel kein Auto habe und ich weiß, ich muss jetzt zu Fuß gehen zur nächsten Bushaltestelle, dann muss ich dafür genügend Zeit einplanen. Und wenn ich das nicht tue, dann verpasse ich den Bus. Und ich kann dann sogar, während ich zur Bushaltestelle gehe, in Ruhe die Umgebung genießen, mich an dem Spaziergang erfreuen. Wenn ich hingegen ein Auto habe, dann weiß ich, ach, ich komme so schnell von A nach B, dann presse ich dazwischen noch einen Termin rein oder noch einen Einkauf, weil das Auto bringt mich ja total schnell wohin. Und diese ganzen technischen Erneuerungen haben eigentlich letztlich dazu geführt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass wir weniger in der Ruhe sind, ja, dass wir einfach weniger in der Ruhe sind. Doch nur aus der Ruhe heraus treffen wir gute Entscheidungen. Treffen wir gute Entscheidungen. Du solltest niemals eine Entscheidung treffen, wo du impulsiv bist, wo du gestresst bist, wo du verärgert bist, wo du traurig bist, wo du depressiv bist. Keine wichtigen Entscheidungen in solchen Zuständen treffen. Bitte, bitte nicht. Hingegen, also wichtige Entscheidungen aus der Ruhe, aus der Stabilität, aus der Klarheit, aus der Freude heraus treffen. Wobei man muss auch vorsichtig sein, auch die Begeisterung, die kann schnell nach oben gehen und ja, du bist super schnell von etwas begeistert, was dann vielleicht nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen wieder abflaut. Und wenn du sogar in einer super tollen Begeisterung dich für etwas entscheidest, dann kann auch das sogar sich im Nachhinein oft ja nicht mehr als so günstig für dich erweisen. Deswegen besser ist Ruhe und Gelassenheit. Ruhe und Gelassenheit. Und es gibt eine Methode, ein Mittel, ein Werkzeug, was super zum Anwenden ist, wenn du mehr Ruhe haben möchtest. Und das ist die Meditation. Es gibt hier, ach Gott, Hunderte, Tausende von Arten zu meditieren. Doch das Allereinfachste ist wirklich einfach nur, die Augen zu schließen, still zu sein, die Gedanken an sich vorbeiziehen zu lassen und das ein paar Minuten in den Alltag integrieren, die Zeit dann immer mehr erhöhen. Und so gewöhnst du dich auch an dieses Nichtstun, dieses nur still sitzen, ja. Wobei am Anfang in dir, da wirst du merken, dass es alles andere als still und ruhig ist. Doch zum ersten Mal wirst du mal hören, was in dir so los ist, ja. Anstatt dich immer auf das zu konzentrieren, was außen los ist. Und so ist die Meditation natürlich ein wesentlicher Bestandteil der Selbstverwirklichungsakademie, wo wir zusammen verschiedene Techniken anschauen werden, wo wir zusammen meditieren werden. Und um diesen Part einfach in den Alltag hinein zu integrieren als wichtigen Bestandteil, um künftig mehr in der Ruhe zu bleiben, um dadurch bessere Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Die Selbstverwirklichungsakademie geht an den Start am 13. Januar 2017. Der Countdown läuft. Es sind nur noch 65 Tage. Und ich habe im Rahmen meiner Arbeit, meiner eigenen, ja, Entwicklung und dem Kontakt mit vielen Menschen, den ich hatte, festgestellt, dass es hauptsächlich 10 Glaubenssätze gibt, die die Menschen davon abhalten, ja, ihr eigenes Leben zu leben. Und dazu habe ich einen Gratis-Report erstellt, den du dir anfordern kannst, wenn du unterhalb dieses Videos auf den Link klickst und dann überprüfe mal, welcher dieser Glaubenssätze dich blockiert im Rahmen deiner eigenen Selbstverwirklichung. Ansonsten abonniere bitte den Selbsterkenntniskanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, und die Videos, die ich auch zum Thema veröffentlichen werde, wie der Mensch mehr in seine Selbstverwirklichung kommt, mit mir regelmäßig zu verfolgen. Alles Liebe, alles Gute, einen sonnigen Tag. Mir scheint gerade die Sonne hier ins Gesicht durchs Fenster. Es ist wirklich schön. Ich habe die Augen geschlossen und nehme gerade diese Videobotschaft auf und genieße die Wärme auf meinem Gesicht. Ich bin dankbar für meine Arbeit, ich bin dankbar für mein Leben. Und ich wünsche auch dir, dass du diese Dankbarkeit empfinden kannst. Und wenn es da noch etwas gibt, wo ich dich unterstützen kann, dann tue ich das gerne im Rahmen der Selbstverwirklichungsakademie.
Also alles Liebe, alles Gute und bis morgen. Ciao, ciao.